Typický obraz moderní společnosti. Zdánlivá jistota. Zdánlivé bezpečí. Zdánlivě šťastná. Ale život není vždy takový, jak vypadá. Nevinní lidé násilně vězněni. Životy zničené psychiatrickou medikací. Rozervané rodiny. A to nejhorší, brutální zacházení s dětmi. Psychiatrickou historii zvěrstev můžete najít všude. Ale nikde ji neuvidíte tak jasně, jako v samotném rodišti psychiatrie, v Německu. Dies war hier die Kinderpsychiatrie, wo ich von 1954 bis 1970 zu Hause war. Wo schreckliche Dinge an uns praktiziert worden sind. Von Medikamentenmissbrauch bis zum sexuellen Missbrauch. Und man war so allein, Hilfe schreien nutzte nichts. Es verschlimmerte nur die Sache. Ja, und dann in den Heimen stellten wir nur fest, dass wir 1200 Kinder waren. Von den Kindern, die Eltern, Verwandten, durften wir mit denen nicht sprechen. Und dann, wenn einer was gemacht hatte, geplappert hatte, dann wurde er von oben bis unten kahl geschoren, mit die ganzen Haare ab, am Kopf, überall wurde er rasiert, damit man sieht, was er verbrochen habe. Das hier, was wir jetzt wieder sehen, das waren Schulklassen. Ja, guck, herzlich willkommen. Das hört sich schön an, aber man kriegt ein komisches Gefühl, wenn man das liest. Eine Einladung ist nicht immer Einladung. In Niedermarsbech in der Psychiatrie sind sexuelle Übergriffe eindeutig geschehen. Ich weiß von einem Günther und anderen auch, die von einem Pfleger misshandelt worden sind und auch sexuell. Wenn dann einer eine Ohrfeige bekam von dem, dann flog der von einer Ecke zur anderen. Also das war richtig. Da wurde keine Rücksicht genommen, ob der nun an der Heizung flog oder an der Wand. Das war alles schnüppegal. Der hat's verdient, hieß es, und dann Feierabend hat jeder rüber weggeguckt. Und dann, das heilt, hieß es, das heilt. Wir haben hier Prügelstrafen bekommen, das kann sich keiner vorstellen. Oder hier im Badezimmer im kalten Wasser, da machten die Familie Eiswürfel. Da mussten sie 2 bis 3 Stunden ins Wasser sitzen. Und dann machte sie alle halbe Stunde, also Viertelstunde, diese Eiswürfel und schmiss sie da rein. Gab es auch diese Fälle, wo Leute geschockt worden sind. Da mussten sie runter in Mark 2, wurden sie gebracht. Und dort bekamen sie dann diese Elektroschocks. Wenn man das aufarbeitet, dass wir für diese Menschen Versuchskaninchen waren. Also es waren Tiere im weitesten Sinne, die einfach nur unwert waren. Die einfach, ja, die selber hatten ja die Ansicht, wir waren der Schrott der Gesellschaft. So hatten sie uns auch immer mitgeteilt. Man merkte dann, der Hubertus interessiert sich, will Priester werden. Man hat das dann boykottiert, hat mich für schwachsinnig erklärt. Der ist ein Spinner, der ist ein Doofen und so weiter. Und dann gab es immer mehr Schläge, immer mehr Tabletten und immer mehr Morphium. Das fing mit 5 Kubik an und endete mit 40 Kubik. Wir nannten das damals dann die Elefantenspritzen. Man bekommt heute eine Elefantenspritze. Kennen Sie das? Nee, kenne ich absolut nicht. 400 Milliliter Morphium. Dass ich heute das alles geschafft habe, das wundert mich heute selber. Ja, da waren Sie ja wirklich stark. Ne? Ja, das. Ich weiß, dass 6 Kinder damals in der Psychiatrie gestorben sind. An der Medikamentenüberdosis und durch die Behandlung einfach, auch durch die Schläge, elendig krepiert waren. Also rückblickend kann ich heute als Priester nur sagen, was damals von den Psychiatern innerhalb der Psychiatrie zu Niedermarsbech geschehen ist, war wie, als ob man Tiere behandelt hat. Die Seele hat schrecklich darunter gelitten. Wir haben gar kein Menschenbild erfahren von diesen Menschen, sondern auch
haben das gar nicht. Wir sind also praktisch deformiert worden von diesen Menschen. Das ist heute die Sachlage von der Behandlung der Psychiater in den Psychiatrien, dass sie ja, dieses Menschenbild so verachtet haben. Psychiatrie. Zvedněte oponu a objevíte historii mučení a hrůzy. Psychiatři, naprosto neschopni léčit, se vždy spoléhali na zastrašování, nátlak a strach, aby ovládali ty, kterým tvrdili, že pomáhají. Abychom tomu porozuměli, vraťme se k samotným počátkům psychiatrie. Oboru, jehož stoupenci začali jako pomocníci ve velkých blázincích po celém světě, jako nemocnice Charité v Německu, Salpêtrière a Bicêtre ve Francii a Betlémská královská nemocnice, jinak známá jako Bedlam v Anglii. Ošetřovatelé, neschopní pomoci těm ve své péči, je extrémně a krutě zneužívali, jako svazování řetězy, bičování, zavírání do klecí, skříní a kotců pro zvířata. Pozdější léčby, například pouštění žilou, mrzačení a téměř utopení, neměly za účel chovance léčit, ale vštípit jim strach z potrestání. Terror acts powerfully upon the body through the medium of the mind and should be employed in the cure of madness. Nebyla to profese, která by měla nějaký respekt. Ale pracovníci ústavů se brzy pokusili to napravit, zamaskováním se do jazyka mnohem váženější profese. Medicíny. Zde také přichází na scénu Německo, protože v něm se psychiatrie zrodila, zde byla živena a zde rostla, a zde také psychiatrie páchala jedna z nejstrašnějších zvěrstev na světě. A právě v Německu nám odborníci psychiatrie a pozůstalí mohou sdělit takový vnitřní příběh jako žádný jiný. Geschichte der Psychiatrie ist die Geschichte von Akzeptanz und von Ausgrenzung, von Integration und von Ausgrenzung. Immer in diesem Spannungsfeld. Das ist nicht nur in Deutschland, ich denke, das ist weltweit so. Aber in Deutschland haben wir das bis zur größten Grausamkeit durchexerziert. Začalo to v Halle v roce 1808, kdy ve snaze, aby to znělo vědecky, německý profesor Johann Christian Reil vymyslel nové vědecky znějící jméno – psychiatrie. Er hat versucht, in der Medizin eben zu einem Fach zu machen oder zu einer Disziplin. Und deswegen die Entstehung des Begriffs Psychiatrie aus den beiden Bestandteilen. Psyche, also die Seele griechisch, und Hiatros, der Arzt. Reil hat ja Anfang des 19. Jahrhunderts den Begriff der Psychiatrie sozusagen als Lehre der Geistesverwirrung oder Geisteszerrüttung, wie er es damals genannt hat, aus der Psyche heraus oder genauer genommen aus der Lebenskraft, wie er es bezeichnet hat, heraus beschrieben. Reil ale vůbec nesklidňoval ducha, prováděl pravý opak. Jednal s pacienty ne jako s lidmi, ale jako se zvířaty, která se musí zlomit bolestí a ovládáním. Durch starke, schmerzhafte Eindrücke erfassen wir die Aufmerksamkeit des Patienten und gewöhnen ihn an bedingungslosen Gehorsam. Das Zitat von Reil spiegelt eigentlich die Grundtendenz der Behandlungsform in der Psychiatrie im 19. Jahrhundert und bis ins 20. Jahrhundert hinein ganz gut wieder, weil es darum geht, das Verhalten von Menschen zu beeinflussen. Dabei hat man den Patienten auch Schmerz zugefügt, sie geekelt, ihnen Angst eingejagt, sie einer scharfen Disziplin unterworfen. Alles mit dem Ziel, das abweichende Verhalten zum Verschwinden zu bringen. Historie ve skutečnosti ukázala, že v praxi psychiatři nikdy nefungovali jako lékaři duše.
protože po celých minulých 150 let neustále odmítali samostatnou existenci lidského ducha. Tento myšlenkový směr prosadil další vlivný německý psychiatr Wilhelm Griesinger. Bei der Rezeption von Griesinger hat sich eine Linie durchgesetzt, nämlich sein Paradigma, Geisteskrankheiten sind Gehirnkrankheiten. Er hat das so scharf formuliert, weil es ihm darum ging, die Psychiatrie auf eine naturwissenschaftliche Grundlage zu stellen. Griesinger theoretizoval, že to, co bylo považováno za duši, je jen funkce mozku. A toto vše prohlásil, jak sám přiznal, bez jediné známky lékařského důkazu. Nyní měl Griesinger teorii k ospravedlnění lékařské intervence, která, jak doufal, dodá psychiatrům kýžený lékařský status. Z tohoto důvodu se tato mozková teorie rychle stala standardem psychiatrického myšlení a vydržela až dodnes. A stále bez jediného důkazu. Psychiatrický skok do hlavního oboru nastal roku 1879 v německém Lipsku. Wir sind hier am Institut für Psychologie der Universität Leipzig und wir sind hier im Wilhelm Wundtraum. Und Wundt ist eine sehr bedeutende Person innerhalb der Psychologie und diese Bedeutung ist vor allem auf die Gründung des ersten psychologischen Instituts weltweit zurückzuführen. Er hat die Psychologie vertreten als eine ganz neue Wissenschaft. Und das Erklärungsmodell war, dass wir nicht weiter irgendwie psychologisch erklären oder dass wir nicht weiter religiös erklären oder dass wir nicht sonst wie spirituell menschliches Erleben und Verhalten erklären, sondern dass es Funktionen sind des Gehirns. Wundtův závěr byl, že člověk je zvíře bez duše. Mechanismus podnětu a reakce, jehož chování se musí přizpůsobit, aby se hodil do společnosti. Wundtův vliv nelze minimalizovat. Byl to jediný profesor psychologie svého druhu v zemi, na jejíž technické výsledky tehdy žárlil celý svět. Jeho laboratoř přitahovala studenty z celého světa, kteří po návratu do svých zemí šířili Wundtův směr myšlení. Insgesamt 184 Personen unter seiner Leitung promoviert haben und davon waren 60 Ausländer. Also die nicht hier aus Deutschland kamen und von diesen 60 waren 18 zum Beispiel aus den Vereinigten Staaten. Und das ist sehr beachtlich für die damalige Zeit, weil es einfach noch nicht so gewöhnlich war, dass man zum Studieren auch tatsächlich irgendwo in diesem Umfang herkam. Z Ruska přišel na univerzitu v Lipsku studovat Ivan Pavlov, který měl o novou německou psychologii velký zájem. Hat sogar extra Deutsch gelernt, um das dann auch lesen zu können und hat da einen ähnlichen Ansatz gepflogen, allerdings hauptsächlich an Tierversuchen und wie wir wissen bei den Hunden mit dem Klingelzeichen und der Speichelsekretion. Also, dass man Tiere konditionieren kann, sich in ganz bestimmte Weise zu verhalten, dann auch bei Affen. Das ist ja auch bekannt. Das Problem ist auch da wiederum bei Pavlov, dass das so ohne weiteres dann oder zu schnell auf den Menschen übertragen wurde. Pavlov předváděl ten samý typ krutých zvířecích pokusů na dětech, aby viděl, jestli je může také ovládat jako zvířata. Tyto experimenty nastínily budoucí pokusy v behaviorální kontrole s použitím podmiňovacích technik, které později upoutali zájem autoritativních postav, jako byli Lenin a Stalin. Ale mnohem zrádnější techniku sociální kontroly představil Wundtův současník Francis Galton, britský psycholog a bratranec Charlesa Darwina.
Smíchal Darwinovu teorii evoluce s mozkovými výzkumnými metodami Wundta a v roce 1863 vytvořil pseudovědu, která měla hluboký a trvalý účinek na veškerý budoucí psychiatrický směr. Eugeniku. Podle ní lze lidské bytosti výběrově chovat jako dobytek, aby se posílila žádoucí a vymítila nežádoucí kvalita. Die wertvollen, die gesunden, die kräftigen, die gesunden per se, die sollten sich fortpflanzen können, die anderen sollten von der Fortpflanzung ausgeschlossen werden. Galton se netajil vírou, že všechny osobní vlastnosti kontroluje genetika. A man's natural abilities are derived by inheritance under exactly the same limitations as are the form and physical features of the whole organic world. Ale za Galtonovým takzvaným vědeckým bádáním byl tvrdý rasismus, který ospravedlňoval přístup vůči etnickým menšinám. Šířil svou nenávist vůči černochům. The average intellectual standard of the Negro race is some two grades below our own. Irům. More generally of a low or coarse organization. A dokonce i Židům. The Jews are specialized for a parasitical existence upon other nations. Galtonovy teorie se nicméně díky jeho velkému cestování rozšířily po Evropě a Americe. Byly velmi atraktivní pro psychiatry, protože se krásně hodily do ideí, které chtěli prokázat. Jedním z těchto psychiatrů byl Wundtův student Emil Kraepelin. Nejlépe známý pro své dřívější pokusy v klasifikování mentální nemoci. Die Rolle von Emil Kraepelin ist dadurch eine so herausragende, als eigentlich die Grundlegung der modernen Psychiatrie nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich weltweit gelegt hat, indem zum ersten Mal ein tragfähiges Diagnoseschema entwickelt hat. Indem aufgrund von klinischer Beobachtung die Patienten in den psychiatrischen Einrichtungen in Gruppen eingeteilt hat. Kraepelin hat ja dann formuliert, das sind letzten Endes auch organisch erklärbare Krankheiten, nur wir kennen sie noch nicht, sie sind noch nicht erklärbar. Ale Kraepelin nebyl jen biologický psychiatr, byl také zatvrzelým eugenikem a učitelem pro nacistické psychiatry. Podle něho mentální nemoc nebyla jen chorobou mozku, ale také dědičnou nemocí. Jako zakladatel a ředitel prvního výzkumného ústavu psychiatrie v Mnichově si Kraepelin brzy získal celou řadu studentů. Es gibt eine unmittelbare Linie von Kraepelin und der von ihm begründeten Deutschen Forschungsanstalt für Psychiatrie hin zur NS-Psychiatrie durch die genealogisch-demografische Abteilung, die ja dann von Ernst Rüding geleitet worden ist. Und Ernst Rüding war der wichtigste Ansprechpartner der Nationalsozialisten im Bereich der Psychiatrie, weil er nicht nur in Deutschland, sondern auch international als der führende genetische Psychiater galt. Der Psychiater muss sich mit den Gesunden gegen Erbkranke verbünden. Dem hohen Zuchtziel einer erbgesunden, begabten, hochwertigen Rasse muss der Psychiater dienstbar sein. Auf den Hochschulen ist diese Lehre vertreten worden, ist es gelehrt worden. Es hat eben eine breite, eine breite Aufnahme gefunden, diese Ideologie. Und das hat eben hineingereicht bis Anfang des 20. Jahrhunderts und somit auch in eine Zeit, wo viele, die dann später auch in der Zeit des Nationalsozialismus führende Positionen inne gehabt haben, in dieser Zeit bereits sozialisiert worden sind. Die sind mit dieser Ideologie aufgewachsen. V roce 1905 Rüdin a jeho švagr, německý psychiatr Alfred Plotz, založili první organizaci propagující eugeniku, čili, jak to Plotz nazval, rasovou hygienu. Plotz už měl své vlastní zkušenosti jako autor knihy z roku 1895 Způsobilost naší rasy a ochrana před slabými, kde navrhoval regulaci reprodukce a eliminaci nemocných a slabých dětí. Ale Německo nebylo jedinou zemí, kde se propagovala teorie eugeniky.
Jiné země ve skutečnosti už eugeniku využívaly pro aplikaci velmi drastických a nelidských metod. Eugenik, die sozusagen als Wissenschaft eben weltweit populär war, in Amerika genauso wie in Europa. Unterschiedliche Sterilisationsgesetzgebungen ja auch bereits in Amerika oder in Skandinavien praktiziert worden sind. Ve Spojených státech již v roce 1907 psychiatři úspěšně prosadili zákony pro sterilizaci slaboduchých lidí. Kurzy eugeniky byly na některých předních univerzitách, včetně Harvardské, Kolumbijské a Brownovy univerzity. Do roku 1934 už mělo 28 amerických států zákony o sterilizaci. A tak eugenikové ve Spojených státech zabránili tisícům manželství, izolovali další tisíce do kolonií proti jejich vůli a nuceně sterilizovali téměř 64 tisíc lidí. Ve Švédsku sterilizovali dalších 60 tisíc, většinou žen, v letech 1930 až 1976, kdy byl jejich zákon zrušen. Jinými zeměmi, které praktikovaly eugeniku, byly Československo, Rakousko, Brazílie, Japonsko, Švýcarsko, Kanada, Dánsko, Norsko, Finsko, Francie, Sovětský svaz, Velká Británie, Čína a Peru. V posledních dvou sterilizační zákony stále platí. V Německu zasadil sémě vlastních eugenických zákonů jiný psychiatr. Jak odhalil Frank Schneider, prezident Německé asociace psychiatrie a psychoterapie, největší psychiatrické organizace v Německu. Es war ein Psychiater, wir haben es gerade gehört, Alfred Erich Hoche, der in seinem 1920 erschienenen Buch zur Freigabe der Vernichtung, wie er nannte, lebensunwerten Lebens, gemeinsam mit dem Juristen Karl Binding, den Begriff Ballastexistenzen prägte und einen Katalog angeblich unheilbarer psychischer Krankheiten erstellte, die er Zustände geistigen Todes nannte. 1930 wurde daraus in den nationalsozialistischen Monatsheften die Förderung, Zitat, Tod dem lebensunwerten Leben. Pseudověda eugeniky rapidně pokryla celé Německo. Hitler ve své knize Mein Kampf z roku 1924 velebil psychiatrickou teorii eugeniky jako vědu, která opět vybuduje jeho národ. Wer körperlich und geistig nicht gesund und würdig ist, der sein Leid nicht im Körper seines Kindes verewigen. Das Recht der persönlichen Freiheit tritt zurück gegenüber der Pflicht zur Erhaltung der Rasse. V Hitlerovi Ernst Rüdin konečně našel nástroj, se kterým mohl uskutečnit svůj dlouholetý sen, jak triumfálně prohlásil, když se Hitler chopil moci. Durch das politische Werk Adolf Hitlers wurde endlich unser mehr als 30-jähriger Traum zur Wirklichkeit, Rassenhygiene in die Tat umsetzen zu können. Ich weiß bloß, dass Rüdin sehr erfreut war, dass ihm die Nationalsozialisten dann die Möglichkeit gaben, da richtig durchzugreifen und seine Thesen, seine Ideen auch zu verwirklichen. Das war dann so etwas wie der Rüdinsche Traum. Jetzt können wir richtig zeigen, was wir können, wie wir eine bestimmte Elite fördern und die nicht da reinpassen, eben ausmerzen. Šest měsíců po nabití moci se nacistická strana obrátila na Rüdina, aby v roce 1933 vypracoval zákon o prevenci dědičně zatíženého potomstva, který dovoloval nucenou sterilizaci každého občana, který podle názoru soudu o genetickém zdraví trpěl jakoukoliv na seznamu uvedenou genetickou poruchou. Ne, že by oběti neměly žádnou šanci. Soudy nařídily sterilizace u 88,8% případů. Einschneidend in Deutschland war dann sicherlich eben das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses 1934, als es 1933 und 1934 dann in Kraft getreten.
was sozusagen auch hier diese Zwangssterilisationen sozusagen aufs Programm stellte. S tímto zákonem v ruce psychiatři v Německu oficiálně zahájili hromadnou sterilizaci mentálních pacientů. Během dalších 12 let bylo v Německu sterilizováno celkem 400 tisíc lidí. Das begann mit der zwangsweisen Unterbringung in psychiatrischen Anstalt zur Überprüfung des Krankheitsbildes und endete tatsächlich auch mit Gewaltanwendung bei widerständigen Patienten, die ins Krankenhaus gebracht wurden und mit Gewalt auf den Operationstisch gelegt wurden. Die Zwangssterilisation, die wurde grundsätzlich ohne das Einverständnis des psychisch Kranken gemacht. Man hat ihnen nur gesagt, dass eine kleine Operation gemacht würde, hat sie aber nicht gefragt, ob sie das wollen. Und auch ihnen nicht gesagt, was gemacht wurde. Ale pak psychiatři dostali eugenické hnutí o obrovský krok dál, když se ze sterilizace stalo vraždění. A těmi prvními oběťmi byly děti. K zabíjení dětí v německých ústavech docházelo v tajnosti. A to zejména kampaněmi psychiatra Hermana van Müllera v nemocnici v Egelfingháru u Mnichova, kde nechal potichu k smrti vyhladovět stovky dětí. Tajný vládní program založil celou síť dalších 30 zabijáckých center, která zabíjela malé a nevinné oběti injekcemi morfia, plynným kyanidem a chemickými bojovými látkami. Also die Kinderfachabteilung in Brandenburg-Görden unter Leitung des Kinderpsychiaters Hans Heinze hatte eine ganz hervorgehobene Stellung innerhalb des Euthanasieprogramms, weil es zum einen sogenannte Reichsschulstation war. Das heißt, Ärzte, die für andere Kinderfachabteilungen vorgesehen waren, bekamen dort eine Kurzausbildung. Zum anderen war Brandenburg-Görden Sitz einer der beiden Forschungsabteilungen des Euthanasieapparates. Und insofern war es nicht nur Kinderfachabteilung, sondern auch Forschungsabteilung. In Wien und auch bei uns in Innsbruck erst vergangenes Monat ist zutage gekommen, dass Kinder in psychischen Anstalten eben zu Versuchszwecken hergenommen wurden. In Wien zum Beispiel zum Testen, wie die Malaria sich auswirkt. 10-jährige Kinder ist durch die Medien gegangen. Und in Innsbruck eben wurden auch die Kinder ruhig gestellt, zum Beispiel mit Elektroschocks und eben verschiedene andere Sachen. A po zavraždění těchto dětí jim pracovníci v těchto centrech vyjímali mozky a posílali je psychiatrům, kteří je chtěli použít pro výzkum. To ale německým psychiatrům nestačilo. Deswegen drängten die Psychiater im Umfeld Hitlers darauf, dass die Euthanasie ausgeweitet wurde auf Erwachsene, und zwar auf Erwachsene in Heil- und Pflegeanstalten. Die Rolle der Ärzte war eine ganz überragende in diesem Programm. Na nátlak psychiatrů Hitler vydal tajný výnos umožňující psychiatrickou eutanázii neboli zabíjení z milosti slaboduchých lidí bez rozdílu věku. Grundlage für das Euthanasieprogramm war der sogenannte Gnadentoderlass Adolf Hitlers, der ja datiert ist auf den 1. September 1939. Kein Datum von ungefähr, es ist der offizielle Beginn des Zweiten Weltkrieges, auch mit der Idee vielleicht im Hintergrund nicht nur den Krieg nach außen, sondern auch den Krieg innerhalb des deutschen Volkskörpers, ja, gegen die Schwachen innerhalb des deutschen Volkskörpers führen zu können. Psychiatři věrni Hitlerovu výnosu založili přísně tajnou vražednou mašinérii Operace T4, nazvanou podle adresy jejich berlínské centrály na Tiergartenstraße 4. Die Aktion T4 ist ein Kürzel, hinter dem sich die Ermordung von etwa 70.000 Psychiatriepatientinnen und Patienten aus den Heil- und Pflegeanstalten des Deutschen Reiches verbirgt. Sie fand statt zwischen 1940 und 1941. Sie war die logische Verlängerung und Fortsetzung der Kindereuthanasie. Psychiatři T4 pod Wernerem Haidem, Kapitánem Lebek Smrti a psychiatrickým expertem pro Gestapo byli dobře placeni za rozhodování o životě a smrti.
Modré mínus znamenalo život a červený křížek smrt. Na základe dotazníků o pacientech, ktoré dostávali z mentálnych ústavů z celé země. Es waren Psychiater, die sozusagen auch aufgrund der Angaben auf den Mailbögen entschieden haben, welche Personen denn jetzt tatsächlich der Euthanasieaktion zugeführt werden sollen und welche nicht. Nicht davon gesprochen, dass sie in den wenigsten Fällen diese Personen selbst gesehen haben, sondern wirklich alleine aufgrund dieser Angaben auf den Meldebögen entschieden haben, wer jetzt der Aktion zugeführt werden sollte und wer nicht. 50 ausgewählte Gutachter, darunter damals namhafte Psychiater, werteten die von den Psychiatern der Kliniken außen zurückgeschickten Meldebögen aus, selektierten und entschieden über Leben und Tod. Unter diesen Gutachtern waren auch Werner Villinger, Friedrich Mautz und Friedrich Panser. In der Nachkriegszeit drei Präsidenten unserer Fachgesellschaft in der Nachkriegszeit. Pro usnadnění vraždění se 6 psychiatrických ústavů přeměnilo na oficiální centra smrti, kam se posílali oběti z mentálních ústavů z celého Německa. Aby se zabránilo odhalení, byli lidé určení k smrti odváděni ze svých domovů pod rouškou tmy v časných ranních hodinách. Grauen Bussen, dem bildhaften Symbol für das Töten, wurden die Patienten und Patientinnen aus den Heil- und Pflegeanstalten abgeholt und in 6 psychiatrische Anstalten gebracht, in denen Gaskammern eingerichtet worden waren. Heilanstalten wurden zu Vernichtungsanstalten. Aus Heilung wurde Vernichtung und Psychiater überwachten den Abtransport und die Ermordung der ihnen anvertrauten Patienten. Hadamar ist vielleicht eine der bekanntesten. Dort wurde zum ersten Mal erprobt, wie mit unter Einsatz von Giftspritzen als Medikamente, getarnte Giftspritzen, in kleinerer Zahl zunächst und dann auch in größerer Zahl getötet wurde. Also Schloss Hattem war eine der 6 Euthanasieanstalten des Deutschen Reiches. Im Zeitraum zwischen 1940 und 1944 sind hier 30.000 Menschen ermordet worden. Es war ja auch hier in Schloss Hartheim quasi ein alltäglicher Betrieb, wenn man das so sagen kann, wo auch gemeinsam die Mahlzeiten eingenommen worden sind, wo sozusagen dieser Arbeitsrhythmus, dieser Tagesrhythmus vorgegeben war. Und all diese Personen haben hier ihren Beitrag geliefert, um das überhaupt durchführen zu können. Pro Psychiatry bylo zabíjení lukrativní. Nemocnice mohly pacienta zavraždit a stále účtovat rodinám a vydat později datovaný úmrtní list. Další příjmy si zajišťovali prodejem zlata ze zubů mrtvých obětí. Ze zabíjení se stala taková zvrácenost, že vyhlazovací centrum Hadamar pořádalo oslavu při kremaci svého pacienta číslo 10 000. Celkem 70 273 lidí označených za život nehodný žití bylo popraveno v ústavech jako Hadamar, Hartheim a Brandenburg. A to až do srpna 1941, kdy rostoucí odpor veřejnosti donutil nacistickou vládu zastavit program T4. Vražda byla konec konců stále technicky v rozporu se zákonem. Co ale není moc známo, je fakt, že i přes Hitlerův zákaz psychiatři pokračovali ve svém řádění a za zavřenými dveřmi zabili dalších 230 tisíc mentálních pacientů. Stopp der Aktion T4 bedeutet aber nicht auch den Stopp der Ermordungen, der Tötungen an Menschen mit psychischer Erkrankung oder körperlich-geistig behinderten Personen. Diese wurden sehr wohl fortgesetzt, allerdings eben nicht mehr in diesen Euthanasiestätten, die eingerichtet worden waren, sondern dezentral in den Heil- und Pflegeanstalten selbst, wo dann die dort diensthabenden und leitenden Psychiater führende Rolle eingenommen haben, was die weitere Tötung und Mordung dieser Personen angegangen ist. A počet zavražděných duševně nemocných byl ještě větší, protože psychiatři před érou nacismu, během ní a po ní rutinně nedávali pacientům jídlo a výživu, aby je tiše a bez podezření vyhladověli k smrti. So sind schon während des Ersten Weltkriegs allein in Berlin über die Hälfte der Insassen der psychiatrischen Anstalten verhungert. Schlichtweg verhungert, das weiß man gar nicht, das ist alles der Nazizeit vorausgegangen.
Ale vraždění těch, které psychiatři označili za podřadné, teprve začalo. Když Hitler rozhodl přemístit zabíjení do koncentračních táborů, aby eliminoval nemocné, staré a nevhodné pro práci, povolal na to nejlepší německé psychiatry. A také na program vraždění Židů. Viele Personen, die später auch im Zuge der Aktion Reinhardt, das heißt bei der Vernichtung der europäischen Juden im Generalgouvernement tätig waren, bereits hier in Hartheim in der Euthanasieanstalt tätig waren. Das heißt, hier gibt es eine ganz direkte Verbindung sozusagen zwischen dem Euthanasieprogramm und dem Holocaust. Also alles Personen, die hier in Hartheim führende Positionen inne gehabt haben, sie haben später auch leitende Positionen in den Vernichtungslagern wie Sobibor oder Treblinka inne gehabt. Ich denke mir, diese Verbindung aufzuzeigen, ist eine ganz wichtige und eine ganz dringliche. Sozusagen diesen Personaltransfer, den es hier gegeben hat, aber auch diesen Technologietransfer, also dieses Know-how, was man sich in den Euthanasieanstalten bereits zu eigen gemacht hat, durch die Massentötung von Menschen, das wiederum dann Eingang gefunden hat, eben im Zuge der Vernichtungslager, im Zuge der Aktion Reinhardt. Die Durchkämmung der KZs fand nach genau denselben Gesichtspunkten anhand derselben Meldebögen statt wie die der Herrenhäuser. Die Psychiatrie hat eine ganz entscheidende Rolle beim Holocaust gespielt, weil sie nämlich den Damm gebrochen hat, der gegen die Tötung unschuldiger Menschen da bestand. Během holokaustu bylo zavražděno celkem 11 až 17 milionů lidí, označených za eugenicky podřadné a ocejchovaných k smrti. A psychiatři vyprojektovali celou mašinérii. A nejen to. Zabíjení pokračovalo v ústavech, kde pacienti vyhladověli k smrti ještě další 3 roky po druhé světové válce. Ve skutečnosti míra úmrtnosti v nemocnicích po válce prudce stoupala, kdy jeden psychiatr uvedl 20 000 smrtí. Někteří obhájci tvrdí, že psychiatři byli tehdy nacistickým režimem donuceni se na programech smrti podílet, že pod hrozbou vězení a smrti nemohli odmítnout. Ale důkazy ukazují, že těm několika málo psychiatrům, kteří odmítli, se nikdy nic nestalo. Ich weiß von der Klinik in Lemgo, ärztlicher Direktor war Nazi, war Mitglied der Partei. Er ist wie einige andere auch, aber jemand gewesen, der gesagt hat, aus meiner Klinik kommt keiner weg. Der hat keinen abgeliefert, dem ist übrigens nie was passiert, was auch wieder mal zeigt, man konnte sich weigern, ohne dass das große Nachteile hatte. Jiní obhájci říkají, že program eutanázie vedlo jen několik ničemných psychiatrů. Ale faktem je, že program se vyvinul a zavedl s plnou spoluprací a podporou nejvlivnějších německých psychiatrů. Meines Erachtens kann man nicht sagen, es gibt nur einzelne schwarze Schafe innerhalb der Psychiatrie, die den Nationalsozialisten zugearbeitet haben, sondern es ist ein Problem des gesamten Berufsstandes. Military Tribunal 1 has found and has judged you guilty. Je naprosto jasné, že zodpovědnost za koncentrační tábory Třetí říše leží přímo na bedrech psychiatrie. U soudů s válečnými zločinci v Norimberku se všichni experti shodli, že by k programům masového vraždění nikdy nedošlo, kdyby je psychiatrie nevymyslela, neorganizovala a neprováděla. The methods used and personnel trained in the killing centers for the chronically sick became the nucleus of the much larger centers in the east, where the plan was to kill Jews and Poles and to cut down the Russian population by 30 million. Jeden z nich, psychiatr armády Spojených států Leo Alexander, také napsal, že o sterilizaci a eutanázii lidí s chronickou nemocí jednali bavorští psychiatři už 2 roky předtím, než se Hitler dostal k moci. Ale Alexander, horlivý stoupenec eugeniky, měl strach o pověst psychiatrie a namísto povolání německých kolegů k zodpovědnosti za zločiny bránil, aby byla poškozena.
před soud se dostalo jen velmi málo psychiatrů a ještě méně bylo odsouzeno. Man hätte die deutschen Psychiater schon zur Rechenschaft ziehen müssen und man hätte nach dem Krieg vor allem das bekannt machen müssen, was da geschehen ist. Das ist ja unterdrückt worden. Kein Wort, keine Entschuldigung, keine Mahnung. Und bis auf wenige Einzelne beteiligte sich damals offensichtlich die große Mehrheit der deutschen Psychiater und Mitglieder unserer Fachgesellschaft in Forschung, Wissenschaft und Praxis an der Planung, Durchführung und wissenschaftlichen Legitimierung von Selektionen, Sterilisation und Tötung. Norimberští soudci vyhlásili nacistické eugenické praktiky za zločin proti lidstvu. If there is such a thing as a crime against humanity, here we have it repeated a million times over. Ale pro většinu psychiatrů to byl jen prázdný výrok. Jako oddaní příznivci eugeniky se vrátili do svých domovů a pokračovali právě tam, kde začali před nacisty u moci, na dobře placených a vlivných pozicích. Viele psychiatrische Ärzte haben einfach ihre Karrieren mitunter vielleicht mit einer kurzen Unterbrechung, nichts aber trotzdem einfach fortsetzen können. Und das ist sozusagen auch ein Punkt, dass es hier Kontinuitäten gibt, die sich wirklich über die Zeit des Nationalsozialismus auch bis in die 50er, 60er, 70er, bis in die Gegenwart hineinzeichnen und verfolgen lassen. Jeden takový Psychiater patřil mezi ty s největší vinou. Unfassbar ist heute die Geschichte des bereits erwähnten Professors Werner Heide. Er war der medizinische Leiter der T4-Aktion. Nach dem Krieg wurde er per Haftbefehl gesucht und machte unter dem Namen Dr. Med. Fritz Savade von 1950 bis 1959 dennoch eine zweite Karriere als Gerichtsgutachter in Schleswig-Holstein. Er wurde von Ärzten und Juristen gedeckt, die über seine wahre Identität informiert waren, und viele andere, denen seine Doppelidentität ebenso bekannt war, unternahmen nichts. Dokud se v roce 1959 nestal z Heideho minulosti celostátní skandál. Byl obviněn z válečných zločinů a v roce 1964 spáchal sebevraždu ještě než začal soud. Ale ostatní nikdo nikdy nechytil. Psychiatr T4 Friedrich Mautz se nejen vůbec nedostal před soud, ale byl i zvolen do čela Německé asociace pro psychiatrii a neurologii v letech 1957 až 1958. Kolega psychiatr z T4 Friedrich Panze, který popsal vyhlazování nemocných jako to, z čeho jsou jeho kolegové opilí nadšením, byl v roce 1948 zproštěn veškerých obvinění a vedl asociaci v letech 1965 až 1966. Werner Willinger, další psychiatr T4, byl profesorem psychiatrie na Univerzitě Marburg v letech 1946 až 1956 a dokonce byl v roce 1950 čestným hostem Bílého domu na konferenci o dětech a mládeži ve Washingtonu DC. A samotný Ernst Rüdin nebyl nikdy potrestán a zemřel ve stáří 78 let v Mnichově jako svobodný člověk. Mezitím psychiatři v Německu pokračovali v praxi a emigrovali do celého světa, aby šířili ideologie německé psychiatrie novým generacím. V následujících letech psychiatři v Německu zachovávali hrobové ticho o své zodpovědnosti za vraždící kampaně za Třetí říše, dokud hory usvědčujících důkazů nedonutily jejich vedení omluvit se za to, co dnes už ví celý svět. Psychiater haben in der Zeit des Nationalsozialismus Menschen verachtet, die ihnen anvertrauten Patientinnen und Patienten in ihrem Vertrauen getäuscht und belogen, die Angehörigen hingehalten, Patienten zwangssterilisieren und töten lassen und auch selber getötet. Unabhängig von den Forschungsergebnissen, die wir in den nächsten Jahren erwarten, habe ich spät genug bei allen Opfern und Angehörigen um Entschuldigung zu bitten für das erlittene Unrecht und das Leid, das ihnen von deutschen Verbänden und ihren Psychiatern zugefügt wurde. Vliv psychiatrie dnes můžeme pocítit úplně všude. V našich školách, soudnictví, médiích,
dokonce ve vládě. Ale poučila se psychiatrie ze své minulosti. Nebo dnes psychiatři stále provádí škodlivé léčby na svých bezmocných obětech. Je to jen ten samý vlk v jiném beránčím převleku. Sicherlich hat die Nachkriegspsychiatrie in Deutschland erhebliche Einflüsse, schreckliche Einflüsse aus der Nazi-Psychiatrie übernommen. Sehr viele Professoren und Psychiater in eigenen Praxen haben auch während der Nazi-Zeit gearbeitet und haben das auch dann an die damalige nachfolgende Generation weitergegeben. Ich sehe auch eine Parallele zwischen der heutigen Psychiatrie und der Nazi-Zeit. Es sind nur, die Methoden sind heute verfeinert. To je pravdivý obraz dnešních psychiatrických léčeben, kde se ti, jejichž chování se považuje za nežádoucí, neléčí, ale potlačují. Die Psychiatrie wird in Deutschland wie auch ganz schwerpunktmäßig jetzt auch in Österreich dazu eingesetzt, Menschen zu brechen. Es geht hier nicht mehr um Strafe oder um Bestrafung, sondern hier geht es einfach darum, den Willen der betreffenden Menschen zu brechen. Die Leute, die dann mit psychischen Problemen ins Haftkrankenhaus kommen, nicht einmal die normalen Rechte eines Kriminellen haben, sondern die sind eigentlich entrechtet. Sie können natürlich letzten Endes nicht verhindern, wenn sie mal in die Mühlen der Psychiatrie geraten sind, dass sie dann da eben bekannt sind. Ja, da kommen sie nur ganz schwer wieder raus. Der schlechte Ruf, den die Psychiatrie hat, der ist meines Erachtens auch berechtigt. Sobald man eine Station, eine psychiatrische Station betritt als Patient, verliert man oftmals auch die Grundrechte des menschlichen Daseins, der Eigenbestimmung. Ja, ich bin Mutter von 4 Kindern, werde ab Donnerstag hier festgehalten. Meine Tochter ist am 8. März 5 geworden. Zweimal steht Polizei vor meiner Tür und Jugendamt, um meine Kinder zu nehmen. Ja. To je Haar. Neblaze proslulá psychiatrická léčebna poblíž Mnichova, kde psychiatr Hermann van Miller tak brutálně vraždil děti za nacistické éry. Sie sagen, ich muss 6 Wochen in der Psychiatrie bleiben. In Haar. Im Haar gesperrt. Ich wurde 3 Tage wirklich auch nicht zur Toilette durfte ich gehen. Tento současný fungující ústav své krutosti nikdy nezměnil. Am schlimmsten in der Psychiatrie Haar ist, dass die Menschen sehr schlecht behandelt werden, dass die Menschen einfach als Tiere gesehen werden, dass sie nur gehorsam einfach zu folgen haben und mit mir wird auch sehr schlimm umgegangen, obwohl sie merken, dass ich sogar völlig gesund bin. Haar je typickým příkladem dnešní psychiatrické léčebny, kde není nikdo v bezpečí před náhlým nuceným uvězněním. Dokonce ani uznávaný sportovní novinář obviněný z nadměrného pití. Ich habe am ersten Tag so oft und so nachdrücklich ich konnte gesagt, ich will nicht nach Haar. Ich möchte mich nicht umbringen. Ich möchte nach Hause. Warum macht ihr das mit mir? Mir wurde als Stanzenantwort gegeben, sie sind betrunken, sie wollen sich umbringen. Und wenn ich sagte, ich will mich nicht umbringen, dann sagte man nichts. Nichts. V léčebnách, jako je Haar, se pacientům nevěří a nemají žádná práva. A když ty, co se kdysi nehodili do společenské normy, bičovali, poutali do želez a zavírali do klecí, dnešní nonkonformisty násilně omámí až do němoty. Ich bekam 12 Tabletten am Tag. Es wird gesagt, 8 ist schon sehr stark. Diese 12 Tabletten haben bewirkt, dass ich tagelang über die Station getaumelt bin. Ich bin von einer Wand zur anderen gefallen. Und dann habe ich über diese Droge nachgedacht. Warum geben die mir das? Es half mir nicht.
Es half mir überhaupt nicht in meiner Befindlichkeit. Ich wurde nicht nüchterner, sondern ich blieb eigentlich wattiert, obwohl ich keinen Alkohol mehr hatte. A co se týče skutečné pomoci a podpory, tu nenajdete nikde. Dann kommen die Herren in Weiß. Also es war eine Dame und drei Herren. Die haben sich titulieren lassen als Frau Doktor, Herr Doktor. Sie konnten mich und die anderen nicht anschauen. Sie gingen an mir vorbei wie große Sportstars, die an einer Meute Journalisten vorbeigehen. Sie wollten nicht wissen, was denn mit mir los sei, ob ich denn einen Kummer hätte. Ich habe an nichts mehr geglaubt. Ich hatte in Haar habe ich peu à peu Ziele verloren. Ich bestand immer aus Zielen. Ich habe immer gesagt, das nächste Buch, das nächste Projekt, in Haar drohte ich alles zu vergessen. Jako mnozí v dnešních psychiatrických léčebnách, Detlef vyšel z Haaru nejen v horším stavu, ale hluboce traumatizován. Und ich war nach Haar erschrocken darüber, wie zerbrochen ich war. Und das war das nachhaltigste Gefühl. Ich war vor der Zeit wahrscheinlich der meistprämierte deutsche Sportjournalist. Ich war sehr erfolgreich gewesen. Nach meiner Zeit in Haar kannte mich kaum, wollte mich niemand mehr kennen. Es gab dann, das wurde mir kolportiert, bei einer großen deutschen Illustrierten eine Konferenz, eine wichtige Konferenz montags. Da sollte das Schicksal des besten deutschen Torhüters beschrieben werden. Ein Teilnehmer sagt, das könnte doch der Fetten machen. Was ich wirklich hätte machen können, ich kannte diesen Torwart sehr, sehr gut. Die Chefredakteurin blickt auf und sagt, der Fetten? Der war doch in Haar. Der ist doch tot. Oder unter der Brücke. Oder verrückt ist er auf jeden Fall. Ich war weder tot noch unter der Brücke. Und verrückt schien ich mir auch nicht zu sein zu der Zeit. Aber ich war durch. Wenn über mich geredet wurde, dann war ich der Idiot. Der Idiot, der es nicht geschafft hat. Haar je dnešní varování, že na rozdíl od toho, aby léčili, fungovaly psychiatrické ústavy jako ten nejhorší typ vězení, kam mohou člověka uvěznit proti jeho vůli a dokonce bez jakéhokoliv obvinění ze zločinu. Každý rok je ve světě přes 750 000 lidí nedobrovolně uzavřeno do psychiatrických ústavů a zbaveno svých práv. V průměru jeden člověk každých 40 vteřin. A jakmile se dveře zavřou, přichází flagrantní porušování lidských práv. První na seznamu je nucené užívání silných psychofarmak. Die Menschen glauben, sie wären, wenn sie sich in Psychiatrie begeben, glauben manche, sie wären eben in besten Händen. Sie verlassen sich blind auf diese Personen, wo sich Ärzte nennen in der Psychiatrie. Einmal, die Psychiater haben keine andere Idee, mit diesem Leiden des Menschen umzugehen. Und zum Zweiten gibt es gerade in Europa und in Amerika diese übermächtige Pharmaindustrie, die die bunten Pillen, die sie nun mal herstellt, für sehr viel Geld auch gewinnbringend an die Leute bringen will. Dnes je tu tato mocná aliance mezi farmaceutickým průmyslem a psychiatry, z nichž je většina na psychofarmakách životně závislá. A to vše vytváří smrtící střet zájmů.
Wenn man als Patient erstmal begreift, dass natürlich der Arzt abhängig ist von der Pharmaindustrie und die Pharmaindustrie natürlich in erster Linie Geld scheffeln möchte und dass letzten Endes der Arzt davon lebt, dass du krank bist, dann ist natürlich schon klar, dass man sich seine Gedanken darüber machen sollte, ob man denn tatsächlich krank ist. Wenn man aber gesehen hat, dass die Industrie dauernd versucht, die Zahl der angeblich Kranken zu erhöhen, damit sie möglichst hohe Umsätze macht, und wenn sie die Medizin da mit Hilfe ihrer eigenen Jünger da missbraucht, das beeindruckt einen doch schon sehr und macht Angst und Ärger. Das ist so interessant, weil es ist ein Riesenbereich, das ist eine der größten Gelddruckmaschinen, die Deutschland überhaupt zu bieten hat. Hier werden Milliarden und Abermilliarden jeden Tag bewegt. Und das ist natürlich ein ganz großer Bereich, wo die Korruption einen Nährboden findet, wie man sich gar nicht vorstellen kann. Ja, man muss ja sagen, es steht ja leider nicht das Befinden des Patienten im Vordergrund der Überlegungen. Das sagt ja eigentlich alles nicht. Příkladem je Barbara. Vyhlášená módní návrhářka, která jenom chtěla pomoci se svými problémy v životě. Ale pomocná ruka nebyla ani zdaleka to, co dostala. Und in der Psychiatrie ist es dann so, da kommst du dann dahin, ganz furchtbar in die geschlossene, kriegst gleich die Hammertabletten, wirst als Alkoholiker diagnostiziert und es ist eigentlich von der ersten Minute an die größte Demütigung, die einem Menschen passieren kann. Also wenn ich mir überlege, wie viel verschiedene Psychopharmaka ich genommen habe, weiß ich das wirklich nicht mehr, weil es waren Massen und ich habe die schlimmsten Zustände hervorgerufen durch diese Tabletten erlebt. Also Panikattacken, Schweißausbrüche, total bescheuerte Handlung, dass ich gar nicht mehr selbst gesteuert war, sondern ich wurde echt fremdgesteuert durch diese Tabletten. Also das Allerschlimmste, was ich genommen habe, das war Zoloft. Und das hat mich also total ferngesteuert. Da war ich immer ganz dicht, da bin ich immer auf die Straße gelaufen, habe irgendwelche Leute gesucht und vollkommen durchgeknallt. Richtig schön durchgeknallt. Und wenn ich dann sauer war und mich gewehrt habe auf Dolbegamm raus, dann haben die mich da sogar fixiert. Und fixieren ist die größte Demütigung aller Zeiten. Das gibt es nicht. Das war schlimmer, das ist Folter. Das ist Folter hoch. Und dann hat er dann immer noch da hinter der Scheibe gestanden und gesagt, so, jetzt mal richtig. Jetzt zeigen Sie uns doch mal, was Sache ist und so. Es war so brutal. Und wenn du das jemandem erzählst, am Arzt, dann glaubt er das natürlich nicht, weil der Pfleger ihm vorher gesagt hat, die hat total gesponnen und die ist durchgedreht und deshalb musste ich sie fixieren. Dass der mich aber nur quälen wollte, so ein kleiner Racheakt, ne? Also mir wurden bestimmt von der Psychiatrie 6 verschiedene Psychosen eingeredet, aber es kommt nie bei der Psychiatrie nie eine richtige Diagnose dabei raus. Und das Schlimmste ist auch, dass die Psychologen dann ja auch so furchtbar sind, dass sie das alles so hinbiegen, auch rein rhetorisch, dass man immer Opfer ist, dass man also immer, das sind immer die Großen, egal was sie tun, was sie sagen, dem hat man zuzuhören, dem hat man zuzustimmen und die Medikamente muss man einnehmen. Und wenn man dann versucht, selber irgendwas dazu klarzustellen und sagen, ich möchte das aber nicht, es ist doch eine falsche Diagnose, oder dann ist man gleich so, komm, keine Ahnung und gleich eine Tablette mehr. Ich habe nur Ängste da gehabt. Ich habe nur noch gebetet, dass irgendwie jemand, bitte der liebe Gott, kommt und mir hilft. Kdyby byl Frank Schneider s kolegy naprosto čestný, možná by se omluvil za psychiatrickou lavinu předpisů na psychofarmaka za posledních 30 let. Protože psychiatrické léky se nejen používají v ústavech k utlumení a kontrole. Ale tytéž léky se dávají běžné veřejnosti po celém světě a jsou dnes průmyslem na 84 miliard dolarů. A psychiatři vám neřeknou, že některé léky nefungují o nic lépe než cukrová pilulka a všechny mají škodlivé a potenciálně devastující vedlejší účinky. Eine Wirkung hat Psychopharmaka,
aber nicht in Richtung Heilung, sondern in Richtung Zerstörung von Persönlichkeit, in Richtung von Störung der normalen Abläufe im gesamten Organismus. Man kann mit Psychopharmaka die Leute ruhig stellen und das sieht dann aus wie eine Art Genesung oder eine Verbesserung. Aber das ist nicht das Wahre. Die Ursache wird nie behandelt, es werden eigentlich nur Symptome unterdrückt und das hat dann zusätzlich noch erhebliche Nebenwirkungen und zieht weitere Folgen nach sich, nachteilige Folgen, Krankheiten für diese Personen. Psychopharmaka können sich schädlich auf die Hirntätigkeit auswirken, indem man die Außenstehenden feststellen, dass die Patienten verlangsamt sind oder anders werden im Laufe der Zeit. Die sind von ihren Gefühlen abgeschnitten. Und die können gar nicht mehr wissen, was gut und nicht weniger gut oder gut und böse ist. Sie können es nicht mehr unterscheiden. Einzelne Medikamente können zum Beispiel dramatische Gewichtszunahmen machen. Andere können starke Unruhezustände, Schlafstörungen, Nervosität einfach befördern, bis dahin, dass sie sogar zu einer erhöhten Suizidrate einfach führen können. Wenn man diesen Personenkreis dann noch mit Psychopharmaka belastet, ist die natürlich die Katastrophe vorprogrammiert. Claudia je další obětí zháru a perfektní příklad, jak se člověku s vynikající fyzickou kondicí může kvůli trošce kávy zničit zdraví psychiatrickou medikací. Ich hatte eines morgens 7 Tassen Kaffee getrunken, ohne Zucker, ohne Milch, hatte nichts gegessen den Tag und mir wurde dann sehr schlecht. Ich hatte nie mit dem Kreislauf zu tun. Meiner Kindheit nicht, bin nie umgekippt und nahm das dann sehr ernst und rief den Notarzt und landete dann, um es kurz zu machen, nicht wie erwartet in einem normalen Krankenhaus, sondern in einer Psychiatrie. Ich wachte dann den nächsten Tag auf und dann, als ich auch fertig war, fragte man mich eben, ob ich jetzt wieder nach Hause gehen möchte, ob es mir wieder gut geht und ich sagte ja und daraufhin bestellten die einen Richter und verknackten mich. So am nächsten Tag, nach diesem richterlichen Beschluss, bekam ich das erste Mal Psychopharmaka verpasst. Ich habe selber Psychopharmaka-Nebenwirkungen gespürt, zum Beispiel eben so einen Zungenschlundkrampf. Damit wäre ich eben normal nie konfrontiert worden, wenn ich nicht Psychopharmaka hätte nehmen müssen. Und dabei streckt man die Zunge so raus, man sieht aus wie eine behinderte Person, geistig behinderte Person, aber man ist völlig klar bei Bewusstsein und das ist sehr ein ganz fürchterlich quälender Zustand für einen selber. Man weiß auch gar nicht, ob der je zu Ende ist und es war in meinem Leben noch nie, dass ich sowas hatte und ich rief meine Mutter an, Mutter, ich kann nicht mehr sprechen. Ich kann nicht mehr normal laufen, ich kann nicht mehr sitzen und ich konnte nichts mehr tun. Ich konnte nicht mehr sitzen, nicht mehr stehen, nicht mehr schlafen, nicht mehr liegen. Also, und der Speichel lief mir aus dem Mund. Das war ein ganz fürchterlicher Zustand. Und dieses Leponex führte dazu, dass ich innerhalb von sage und schreibe 14 Tagen, 3 Wochen 10 Kilo zugenommen hatte, völlig phlegmatisch wurde. Ich fühlte mich wie Lehm. Ganz komisch körperlich mich gefühlt hatte und dann mit Übergewicht zu kämpfen hatte, auf einmal ganz schnell und dann war ich auch nicht mehr ich selber. Also bei mir wurden mindestens 8 verschiedene Diagnosen festgestellt. Also ich hatte, es fing an von paranoid-halluzinatorischem Syndrom, eine Borderline-Störung, Persönlichkeitsstörung, Antriebsstörung, Psychose, Depression, Bipolar und paranoide Schizophrenie. Also ich habe sehr wenig nur mit einem Arzt geredet. Ich hatte mal gezielte Fragen, aber ja, die mir auch nicht immer beantwortet werden konnten. Zum Beispiel wurde mir einmal beantwortet die Frage, warum man denn diese Diagnose da hinschreibt, ja, wenn ich doch gar nicht diese Symptome habe. Und da sagte der Arzt mir wirklich, ich schwöre,
damit er das bei der Krankenkasse so abrechnen kann. Man sagte mal immer diesen Spruch, in Haar ticken die Uhren anders. Ja, das heißt, eine Woche ist gar nichts. Du redest einmal 5 Minuten über deine Befindlichkeiten mit dem Psychiater und dann bis zur nächsten Woche. Ich sehe auch keinen Willen, irgendwie jemanden zu heilen oder heilen zu wollen. Davon spricht sowieso keiner. Wenn ich nach Heilung gefragt habe, da ist immer alles hoch aufgeschreckt und man befürchtet dann irgendwie, derjenige würde möglicherweise seine Medikamente nicht mehr nehmen wollen. Ich glaube mittlerweile, es kann jedem passieren, dass er in solche Situationen gerät, in dieses Psychiatriesystem irgendwie reinrutscht oder ja, damit auf einmal konfrontiert ist. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand sich davon ausgenommen ist. Niemand. Ich glaube, niemand ist davon ausgenommen. Po svém pobytu v ústavu a falešném označení za duševně chorou Claudia porodila 2 krásné děti. Nutili ji, aby se jich vzdala a dnes bojuje o svůj život kvůli ničivým účinkům psychotropních léků. Jak je tedy vůbec možné, že se i přesto tyto léky schvalují k užívání? Poslechněte si vysvětlení od vedoucího člena odborné vědecké komise. Kvůli politickému tlaku nás po rozhovoru požádal o změnu hlasu a zakrytí obličeje. Na die Tatsache, dass Arzneimittel auf den Markt kommen, die ihre Sicherheit nicht eindeutig bewiesen haben, ist ein generelles Problem der Zulassung. Das Problem ist, dass die Sicherheit dieser Arzneimittel in Studien an wenigen 100 bis wenigen 1000 Patienten untersucht wird und immer nur über einen sehr kurzen Zeitraum. Das bedeutet, dass langfristige Risiken oder seltene Risiken grundsätzlich zum Zeitpunkt der Zulassung nicht bekannt sind und nur dann frühzeitig erkannt werden, wenn unmittelbar nach der Zulassung diese Arzneimittel intensiv beobachtet werden. Man nennt das Post-Marketing Surveillance, ein Prozess, der unzureichend funktioniert. Sicherlich ein weiteres Problem ist, dass viele der Zulassungsstudien oder praktisch fast alle der Zulassungsstudien von pharmazeutischen Unternehmen gesponsert und durchgeführt werden. Wir wissen heute, dass diese Studien auf verschiedene Art und Weise manipuliert werden können. Das beginnt beim Design der Studie über die Auswertung bis zu einem ganz wichtigen Problem, dem Publication Bias, dass also nur die guten Ergebnisse publiziert werden und die negativen Ergebnisse unterdrückt werden. Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit zu einem Psychopharmakon Reboxetin haben gezeigt, dass der Hersteller auch dem IQWiG nicht alle diese Daten zur Verfügung stellt und eine endgültige Bewertung erst erfolgen konnte, als man gezwungen hat, den pharmazeutischen Hersteller wirklich alle Daten hinzulegen. Und dann hat man auf einmal gesehen, dass dieser Wirkstoff eigentlich gar keinen überzeugenden Nutzen hat und hat sozusagen auch die Erstattung für diesen Wirkstoff widerrufen. Es ist gut bekannt, wenn man sich die Fachinformationen anschaut, wenn man sich die klinischen Studien anschaut, dass sowohl Antidepressiva als auch Neuroleptika natürlich zu aggressivem Verhalten, zu Suizidalität, bis hin auch zu Attacken auf andere Personen führen können. Ich befürchte, dass die Ärzte nicht immer über diese unerwünschte Arzneimittelwirkung ihre psychiatrischen Patienten ganz korrekt informieren. Wir können daraus rückfolgern, dass die Verordnung der Antidepressiva viel zu häufig erfolgt in Deutschland auch und dass natürlich die Risiken, die diese Arzneimittel haben, doch mitunter den Patienten nicht in dem Umfang geschildert werden, wie es eigentlich notwendig wäre. Propagováním těchto léků jako hlavního řešení psychiatři nazbírali mizernou pověst a dlouhou řadu obětí. Nicméně tito samozvaní experti na duševní zdraví využili svou autoritu k infiltraci do téměř každého aspektu moderní společnosti. Ich finde, dass die Psychiatrie sehr stark Fuß gefasst hat in der Rechtsprechung, sehr stark Fuß gefasst hat im Vollzug.
stark Fuß gefasst hat in der Schule und damit alle in allen Bereichen, die für das soziale Miteinander wichtig sind. Und das ist ein Riesenproblem. A začíná to u těch nejzranitelnějších. U našich dětí. In meinen 34 Jahren als Lehrerin hat sich ganz bestimmt Grundlegendes geändert. Und vor allem eben immer mehr und mehr im Laufe der Jahre wurden die viel zu schnell die Kinder falsch diagnostiziert. Weil sobald die Kinder irgendeine Unregelmäßigkeit zeigten, wurde sofort zum Arzt gegangen und der verschrieb irgendein Psychopharmaka, das auch eben den Kindern gegeben werden sollte, damit sie unter Anführungszeichen ruhiger werden sollen. Počátkem 60. let americký psychiatr Leon Eisenberg prohlásil, že normální dětské chování, jako je neposednost a nepozornost, jsou údajně příznaky psychiatrického syndromu, později nazvaného porucha nedostatku pozornosti s hyperaktivitou nebo ADHD. Samozřejmě bez lékařského důkazu, krevní zkoušky, rentgenu či snímku mozku, ukazující skutečnou fyzickou chorobu. To ale psychiatry neodradilo od prohlášení, že přes 74 milionů normálních dětí na světě je duševně nemocných s ADHD, což se rovná téměř celé populaci Německa. A v průběhu let se touto diagnózou označují stále mladší a mladší děti. Also ich arbeite im Kindergarten und da geht's ja schon los. Da fangen Ärzte schon an, Kinder hyperaktiv zu nennen, obwohl man das ja eigentlich noch gar nicht feststellen kann in diesem Alter. Es scheint wirklich so, dass ADHS eine fabrizierte Krankheit ist, die den alleinigen Sinn hat, Kinder auf Psychopharmaka zu setzen. Ich, dass die Behandlung eines Kindes mit einem Medikament beginnt, dass das Kind mit Nebenwirkungen zeigt und diese Nebenwirkungen dann mit dem zweiten bzw. dritten Psychopharmakern bekämpft werden müssen und werden. 400 tisíc německých dětí dnes bere psychotropní léky. A celosvětově počet vylétl na 20 milionů. A to je jen odhad, který může být daleko vyšší. Psychiater behaupten, dass Kinder, die eben verhaltensauffällig sind und die dann Psychopharmaka zu sich nehmen, dass sie besser lernen. Das totale Gegenteil ist der Fall. Also wenn Kinder auf Ritalin sind oder auf irgendwelchen Psychopharmaka, macht es das natürlich wesentlich schwerer, mit ihnen zu arbeiten oder erzieherisch tätig zu sein, als wenn sie das nicht sind. Psychiater, die Kinder mit der Diagnose ADHS stigmatisieren und den Eltern noch klar machen, dass es eine lebenslange Erkrankung ist und sozusagen lebenslang mit Psychopharmaka behandelt werden muss, ist in meinen Augen untragbar und das hat mit der ärztlichen Ethik nichts zu tun. Podle statistik je pravděpodobnost diagnózy ADHD u hochů dvakrát vyšší než u děvčat. Tato rodina je typickým příkladem toho, co se stane, když se normální chování dvou hochů předefinuje na duševní chorobu. Also mein Sohn Marcello, der war 5 Jahre alt und ging in Langfurt in unserem Ort im Kindergarten. Und es wurde halt immer wieder von den Kindergärtnern gesagt, er ist sehr lebhaft, er kann sich im Stuhlkreis nicht still hinsetzen, er würde immer zu laut sein, der typische Zappel-Philipp. Und wurde mir dann angewiesen, ich sollte ihn testen lassen, bei einem Kinderpsychologen austesten lassen, auf ADS oder auf ADHS. Schon wo wir hingefahren sind, zu dem Kinderpsychiater, wollte ich nie hin. Weil ich habe immer gesagt, ich bin normal, ich muss da nicht hin.
Aber der Kinderpsychiater hat mir immer, die haben mir halt immer gesagt, ADHS, ich habe das, es muss halt so therapiert werden. Bei meinem Sohn wurde diagnostiziert ADHS mit der Diagnose dann, dass er Methylphenidat nehmen darf. Es fing an mit 5 Milligramm. Da habe ich schon gedacht, mein Gott, ich bin anders als die anderen. Und wieso muss das gerade ich sein? Und das war halt schon schlimm, weil ich wollte so sein wie jeder andere Junge in meinem Alter. Und dann haben die halt einfach gesagt, ich bin anders und ich muss therapiert werden, alles mögliche, ich muss diese Tabletten nehmen. Die Nebenwirkungen beim Methylphenidat, bei meinem Marcello, waren als erstes, er hat weniger gegessen. Viel weniger wie sonst, also er hatte keinen Appetit mehr, er aß noch normal, aber nicht wie vorher. Dann kamen Probleme, ja, er wurde dann doch depressiv, würde ich das jetzt nennen, wo ich mir viele Gedanken gemacht hatte. Er hatte immer so Stimmungsschwankungen, auf, ab, auf, ab. Man hat manchmal eine Kleinigkeit gesagt und er ging hoch wie ein Vulkan, wo man dann gar nicht wusste, also eigentlich war das jetzt gar nicht so schlimm. Als ich mir die Klinik nahm, hatte ich sehr schwere Nebenwirkungen. Ich kam sogar auf Selbstmordgedanken, weil ich einfach alles loswerden wollte. Das war alles eine Belastung für mich. Ich war immer der Meinung, das ist die Diagnose ADS, das ist dieses Krankheitsbild, was dazugehört, was ich aber nie aufs Medikament bezogen habe. Wo ich eigentlich jetzt immer auch als Mama weiterhin schockiert bin und erst auch zu sagen, durch meinen zweiten Sohn immer mehr darauf kam, dass es wirklich mit dem Medikament zu tun hat. Ich werde 7 und ich heiße eigentlich Massimo. Also mein Sohn Massimo wurde vom Kinderpsychiater diagnostiziert, ADS. Damals war er 5,5 Jahre. Wurde das Medikament Medikinet verschrieben, 15 Milligramm. In dem Moment, nach 2 Stunden, wenn die große Wirkung des Medikaments losgelassen hat, wurde der Massimo apathisch. Das heißt, er lag da und hatte zu nichts mehr, er war nicht ansprechbar. Da, wo ich die Tabletten nehmen musste, ging mir es nicht gut. Ich hatte die Tabletten genommen, habe gar nichts mehr gefühlt, konnte nur noch ein bisschen essen und lag auf dem Sofa und konnte nichts mehr essen. Dann hat das Medikament losgelassen, dann wurde er nicht mehr apathisch, dann ist er langsam wieder so in diesen, der Blutkreislauf, sage ich jetzt mal, ist wieder in die Wallung gekommen und dann wurde er so aggressiv, dass ich dieses Kind nicht bändigen konnte. Also egal, was ich sagte, entweder hat er geheult, entweder hat er geschrien. Es war ein Punkt da, wo ich gesagt habe, nee, es geht nicht. Und auch er. Es war einfach ein Punkt angekommen, wo wir gesagt haben, nee, es muss so gehen. Ich bin richtig froh, dass ich Medikinet nicht mehr nehmen muss. Ich wollte es ja auch nicht nehmen. Und als ich es dann abgesetzt habe, dieses Medikinet, da war ich richtig erleichtert, das nicht mehr zu nehmen. Weil man doch immer dann auf den Gedanken kam, ich bin anders und muss diese Tabletten nehmen. Dabei war ich gar nicht anders. Aber in sich drinnen ist ein Loch in einem drinnen und sich denkt, hallo, ich kann mit meinem Kind nur reden, wenn er eine Tablette schluckt. Es macht einen krank, es macht einen schlaflose Nächte, es macht einen verrückt. Ich bin heute an dem Punkt, wo ich sage, das hätten wir alles nicht gebraucht. Sie sind, wie sie sind und sie dürfen das, was sie dürfen, weil sie sind Kinder. Krátce před svou smrtí v roce 2009 psychiatr Leon Eisenberg doznal, že ADHD byl příšerný omyl a nazval ho prvotřídní příklad fiktivní choroby. Ale příliš pozdě. Psychiatrický moloch byl rozjetý a nekončil touto přihlouplou diagnózou. Při tvorbě tohoto filmu jsme poznali mnoho rodin nucených do psychiatrické léčby. A když nesouhlasili, děti jim doslova ukradly z jejich domova. Es ist sehr tragisch, dass manches Mal, wenn Kinder von einem Psychiater Psychopharmaka verschrieben bekommen, werden die Eltern gezwungen, dieses Medikament dem Kind zu verabreichen. Wenn eine freiwillige Situation sei, du gehst jetzt bitte zum Psychiater oder du siehst dein Kind nie wieder, dann ist dieser Zwang doch schon erheblich genug. Eltern sind dann, wenn die so unter Druck gesetzt werden und so erpresst werden, denen bleibt nichts anderes übrig. Sie müssen. Například Jana. Normální 13-letá dívka s v jejím věku typickými problémy. Kvůli nim se ale stala primárním terčem psychiatrické léčby.
Also die Jana, die hatte verschiedene Ängste. Mit Nasenbluten, Pubertät fing das an. Und das Jugendamt hat mich dann total unter Druck gesetzt, das Kind in eine Psychiatrie zu bringen. Dann habe ich das schweren Herzens dann gemacht. Wollen wir sowieso nicht. Da kam dann auf einmal der Hausfreund zu mir und er hat gesagt, komm mal mit, Jana, ich zeig dir was. Ja, und dann bin ich mit dem gegangen, da sind wir solche komischen Treppen hochgegangen und da hat er eine Tür aufgeschlossen, da habe ich gedacht, Tür aufschließen. Ja, und dann bin ich halt mit reingegangen, hat er die Tür hinter mir wieder zugeschlossen, da habe ich dann erst gecheckt, dass ich halt in so einer Psychiatrie jetzt gelandet bin und dann wollte der nachher wieder gehen. Da habe ich mich halt so an den geklammert und habe gesagt, Hilfe, ich will hier nicht bleiben, ich möchte wieder nach Hause. Ja, und da habe ich halt nur noch gemerkt, wie mich der hat mich dann auch halt gepackt und dann hinten noch zwei Betreuer. Die haben mich dann zu dritt auf den Boden geschmissen, nur weil ich so Angst hatte und so. Ja, und meine Arme waren ganz verdreht auf dem Rücken. Die haben mich auch so ein Stück weit über den Boden geschliffen. Und ich hatte überall halt hier so Wunden, überall. Und ja. Tag später muss man dann nochmal kommen. Da wurde mir dann mitgeteilt, dass ich ein schwer krankes Kind hätte. Das sagte also die Diplompsychologin, dass das Kind eine paranoide Schizophrenie hätte. Und das haben wir total ausgeschlossen. Also das war nicht der Fall. Das konnten wir einfach nicht glauben. Ne? Da haben wir dann auch gesagt, ach, das ist aber, das können wir uns gar nicht denken, dass das sowas ist. Jana hat doch keine Anzeichen von irgendwelchen Halluzinationen, hat sie nicht, sie hört keine Stimmen. Das ist auch, kann doch eigentlich gar nicht sein. Da kam die so damit Tropfen an und das wollte ich nicht nehmen und da haben die es einfach mit Gewalt auf den Mund aufgemacht und da musste ich das ja nehmen, dann hatte ich ja keine andere Wahl. Ne? Also die Nebenwirkungen von dem Psychopharmaka, die haben sich ganz furchtbar angefühlt. Also ich hatte Bauchkrämpfe, meine Hände waren verkrampft, ich konnte keinen Stift mehr in der Hand halten. Der Stift ist mir rausgefallen aus der Hand und ich konnte keine Flasche mehr festhalten und ja, ich weiß, ich konnte nicht mehr schlucken, gar nichts mehr und meine Augen haben gerollt, mir war schlecht, mir war einmal heiß und einmal kalt und ich hatte schreckliche Kopfschmerzen, mein Nacken, der war total versteift und oh. Und wir haben uns einfach nur erschrocken, wie wir das Kind, sie kam körperlich und auch geistig überhaupt, psychisch total gesund, kerngesund, kann man sagen, fit und kerngesund in die Klinik rein und wie wir sie dann vorgefunden haben, das war einfach ein Schock. Es ging ihr ganz schlecht. Sie hat mir dann versucht, über ihre Nebenwirkungen, die sie hatte von den Präparaten, was mitzuteilen. Das durfte sie aber nicht, weil direkt ein Betreuer neben uns, fest neben uns, praktisch schon auf uns gesessen hat. Und hat mitverfolgt, was wir dann so sagen wollten. Das durften wir nicht, sonst wäre sofort der Besuch abgebrochen worden. Ich glaube, weil sie Angst hatten, dass ich verrate, wie hoch die dosiert sind. Ich hätte es bei einem Besuch einfach rausschreien sollen, aber ich war halt unter Drogen, sag ich jetzt mal, durch die Tabletten halt. Ja, da konnte ich das irgendwie nicht. Da war ich die Jana besuchen. Und da rief mich diese Diplompsychologin, die Frau Schäfer, in das Büro und legte mir da so einen Vertrag auf den Tisch und den soll ich unterschreiben. Das hieße, wenn die Jana nochmal mit mir über ihr Unwohlsein spricht, sprich diese Tabletten, diese Psychopharmaka, die sie da bekommen hat, dann würde sie die gelbe Karte bekommen. Würde sie das wiederholen, dann würde sie die rote Karte bekommen und dann würde der Besuch gestrichen. Und dann hat sie zum Schluss gesagt, wenn Sie das nicht unterschreiben, dann lasse ich Ihnen das Sorgerecht entziehen. Und das ist auch der Fall gewesen. 3 Tage später habe ich mein Sorgerecht per Gerichtsbeschluss verloren. Also Selbstmordgedanken hatte ich vor Psychopharmaka noch nie. Aber als ich diese Psychopharmaka bekommen habe, da habe ich mir halt die ganzen Arme hier aufgeritzt, alles aufgeritzt, aber jetzt weiß ich gar nicht mehr, wieso ich das getan habe.
Also die Tabletten haben total eine Gehirnwäsche verursacht. Also das war ganz schrecklich. Ganz schrecklich. Für mich hat die Psychiatrie überhaupt keinen Wert. Das ist einfach alles ganz furchtbar da. Ganz schrecklich. Würde ich keinem weiterempfehlen. Niemand soll in eine Psychiatrie kommen. Niemand. Pár týdnů po tomto interview Janu odebrali z jejího domova a rodině zakázali přístup. Falešné diagnózy dětí nejsou ta jediná forma, jak mohou psychiatři ničit rodiny. V zemích po celém světě mohou i rodiče dostat falešnou diagnózu. Být prohlášeni za nezpůsobilé péče o své děti a zbaveni rodičovských práv. Je faktem, že dnes, stejně jako za éry T4 a jejich dotazníků, může vám nebo vašim dětem určit diagnózu mentální nemoci psychiatr, kterého jste nikdy nepotkali. A jeho rozhodnutí může být založeno na tvrzení mstivého souseda nebo zdravotním průzkumu ve škole. Pokud si myslíte, že to se vám nemůže stát, tak příběh Felis a jejího syna je odstrašujícím příkladem. Das Münchhausen bei Proxy seine, soll eine Diagnose sein, wo Mütter ihre Kinder schwer misshandeln, um Aufmerksamkeit auf sich zu erregen. Diese Diagnose wurde bei mir per Ferndiagnose gestellt von dem Psychologen, von dem damaligen Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Essen. Er hatte mich nie kennengelernt, der hatte mich nie gesehen und er hatte diese Ferndiagnose gestellt über mich. Sondern nur einfach zack, zack und man konnte ja auch gar nicht reagieren. Die Kinder wurden ja auch aus den Schulen entführt. Ich war ja sehr aufgebracht natürlich auch, weil ich kannte die nicht und ich wurde einfach in deren Arme übergeben und habe geschrien, geweint, bis zum geht nicht mehr. Und dann sagte der Mann zu mir, wir müssen Ihnen mitteilen, Mert und Jem Elfurt kommen nicht so in zu Hause. Die wurden zwangsweise in die geschlossene Psychiatrie der Universitätsklinik Essen eingeliefert. Mir sind auf jeden Fall Medikamente gegeben worden, während des Aufenthalts. Also ich habe tatsächlich nach Medikamenteneinnahme mich jetzt nicht gefesselt gefühlt, aber schon irgendwo handlungsunfähig. Man konnte sich zwar noch bewegen, aber es hat einen unheimlichen Kraftaufwand dazu benötigt, den Arm beispielsweise zu heben, eigenständig aufzustehen, zu gehen. Und du hast dich einfach ganz, ganz schwer gefühlt. Und Mert und Jem sahen uns oben, die sind wohl immer wieder zu diesem Fenster hingerannt und haben gewartet auf uns und sahen uns kommen. Und dann schrie Mert durch das offene Fenster und auch Jem, ich will nach Hause, holt mich heraus, bitte holt mich heraus, ich will nur nach Hause und so. Und dann sahen wir, wie die vom Pflegepersonal weggezogen wurden von den Fenster. Und ich höre heute noch diese Stimme. Wo man uns dann hinterher von diesem Fenster mit Gewalt weggezerrt hatte und uns anschließend auch Medikamente verabreicht hatte. Wobei ich dann noch gesehen hatte, dass mein Bruder, wo ich dann tatsächlich mit im Raum war, als mein Bruder dann so weit war, dass er dann fixiert worden war auf dem Bett und Medikamente verabreicht bekommen hat. In den Einrichtungen wurde Jem misshandelt, er wollte ja immer nach Hause, er hat immer geweint. Er hat immer sein kleines Köfferchen gepackt gehabt und hat immer auf sein Bett gesetzt und hat gesagt, ich warte für meinen Anne, meinen Papa, die holen mir gleich ab. Für meinen Mama, Papa, die holen mir gleich ab. Wenn sie einen schnappten, nachdem du versucht hast abzuhauen, war das Schlimmste eigentlich, dann durften dich die älteren Heimbewohner, durften dann auch mal Hand anlegen und durften auch mal anfangen, körperlich zu züchtigen. Auch Mert wurde geknebelt, gefesselt, wo so Wäsche getrocknet wird, so Bänder drum gemacht werden, ich weiß nicht, so Stangen, wurde drüber gemacht, der Seil, wurde der aufgehängt und dann haben andere Jugendliche auf ihn eingeschlagen oder ihn bespuckt und die Erzieher standen daneben. Es ging von Essensentzug bis hin zum mit Gegenständen schlagen, wie zum Beispiel dicken Telefonbüchern, ja, die wirklich einmal
einmal gegen den Kopf gehauen worden sind. Ja, und Schlafensentzug, wo dann wirklich die Erzieher reinkommen, dich provokativ wecken und anschließend wieder den Raum verlassen und später wiederkommen und dich wecken. Und das sind alles so Maßnahmen, die tun ja einfach unheimlich weh, sowohl körperlich als auch seelisch. Wenn er kurz bevor er eingeschlafen ist, haben die ihm kaltes Wasser über ihn gegossen. Zweimal hatte wohl Lungenentzündung auch gehabt. Durch diese Prozeduren irgendwie. Das Jugendamt hat mir erzählt, dass meine Eltern gestorben seien. Wenn du dann im Glauben lebst, deine Eltern sind gar nicht mehr da, dein Bruder ist gar nicht mehr da und du bist da in der Umgebung, die du überhaupt nicht kennst, dann fragst du dich auch mit 8 Jahren, warum du überhaupt noch da bist. Und ich weiß von mir selber, also ich habe im Zeitraum von diesen 2,5 Jahren, habe ich tatsächlich versucht, mir 7-mal das Leben zu nehmen. Und ich finde, das ist eine bedenkliche Zahl, wenn man mal überlegt, dass ich damals 8 Jahre alt war. Als ich zum ersten Mal meine Eltern am Hörer heimlich wiedergehört hatte, konnte ich es eigentlich nicht fassen. Also ich war sprachlos gewesen. Und dann weiß ich noch, haben meine Eltern unsere Hunde für uns bellen lassen extra. Und dann hatten die den Hörer auf den Lautsprecher gestellt. Und ich kann heute noch immer unsere Hündin hören, die dann angefangen hat zu janken, weil sie meine Stimme wieder gehört hat. Und da wusste ich auch, dass sie das dann wirklich sind. Am meisten ärgert mich das, was die Psychiatrie sich eigentlich erlaubt hat, erstmal unsere Kinder von der Straße oder aus der Schule hinweg zu entführen, ohne irgendwelche plausiblen Gründe, ohne dass man uns je angehört hat, ohne dass man uns überhaupt kennengelernt hat, dann, dass man meine Kinder mit Psychopharmaka vollgestopft hat. Obwohl wir ja auch noch das Sorgerecht hatten zu Anfang und alles. Da wurde alles drüber hinweggesetzt. Es wurden Filmaufnahmen gemacht von uns und den Kindern. Es wurden Tonaufnahmen gemacht und alles. Was für Rechte habe ich hier noch? Was für Rechte habe ich noch? Und ich habe auch schon Sachen erfahren von zu Hitlers Zeiten, wie damals abgelaufen ist. Es hat sich nichts geändert. Nur unter einem anderen Namen. Es hat sich nichts geändert. Druhý syn, Mert, nebyl schopen promluvit před kamerou, protože je tímto zážitkem hluboce a trvale traumatizován. Dostat diagnózu od psychiatra, kterého jste nikdy neviděli, je běžnější, než si myslíte. U prominentního německého psychiatra profesora Hans-Jürgen Müllera se zjistilo právě to. Prohlásil nevinného člověka za mentálně chorého a nařídil jeho okamžitou hospitalizaci na psychiatrii. Soud Müllera shledal vinným za porušování zákonů o ochraně soukromí a nařídil mu zaplatit kompenzaci a škodu ve výši přes 3,3 milionu euro. Proč psychiatři páchají tak do očí bijící bezpráví? Z toho samého důvodu, proč psychiatři každý den obírají rodiny o jejich děti. Peníze. Für die Inhaftierung oder für die Einweisung in Kinderheime werden Bezüge oder viel mehr Gelder gezahlt. Und wenn man sich den staatlichen Rahmen anschaut, in welche Höhe das beläuft, dann ist das ein sehr lukratives Geschäft. Mir fällt in der Praxis auf, dass Kinder, die einmal in einem Heim untergebracht wurden, fast nicht mehr aus dem Heim entlassen werden. Und da könnten finanzielle Argumente mitspielen, denn mir ist ein Heim bekannt, das 18 Standorte besitzt. Wenn man annimmt, pro Heim 30 Kinder und pro Kind jetzt 4.000 Euro, hat man locker 1 Million Euro Umsatz pro Monat. Wir erleben das immer mehr. Wir haben auch immer diese umfassenden, diese ganzen Geschichten von Opfern, von Familien, wo Kinder rausgerissen wurden. Das heißt, die Polizei klopft, nehmen sie gleich mit. Also ist ziemlich übel. Also Menschenrechte, nein danke, ist nichts. Das ist gar nichts. Učebnicový příklad. Tento psycholog bojuje s psychiatry, kteří využívají německý úřad péče o mládež a pokouší se mu vzít syna.
a když se proti tomu ozval, tak také jeho obvinili z mentální nemoci. A teď se musí skrývat, protože je ohrožena jeho svoboda. K další ilustraci psychiatrické tyranie nevinných lidí stačí příběh bývalého policisty v Bavorsku. K jehož práci patřilo odebírání dětí od rodičů na základě psychiatrického hodnocení, které vydal Úřad péče o mládež. Měl strach z následků a požádal nás o zakrytí své identity. Wenn ich als Polizeibeamter Dienst getan habe, auf der Dienststelle oder je nachdem, bei der Maßnahme, Kinder von Familien zu trennen, werde ich meistens informiert vom Jugendamt, gibt es einen Anruf von einer Sachbearbeiterin, die mir die Situation in der Familie kurz darstellt und um Ausführungshilfe erbittet. Das ist ja jetzt, hier liegt ja kein konkretes Verbrechen vor nach dem Straftatbestand, nach dem Strafgesetzbuch, sondern hier wird wieder auch ein schwammiger Begriff verwendet. Die Kinder wurden misshandelt, so will ich das mal sagen. Ja, was ist eine Misshandlung? Und nach diesem Anruf macht man einen Termin, trifft sich dort, spricht sich nochmal kurz ab, was vorgefallen ist, klingelt, geht in diese Wohnung rein. Aber soll es dann Spannungsfelder geben, muss man halt die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Maßnahme, die vom Jugendamt erstrebt wird, durchzusetzen. Es ist für mich dann auch immer wieder verwunderlich festzustellen, wie leicht es ist, Kinder von ihren Müttern oder Vätern zu trennen, aufgrund ganz einfacher, oberflächlicher Nachbarschaftswahrnehmungen, einen kurzen Anruf. Und wir sind dann dazu aufgefordert, als Polizisten die Situation in der Situation richtig zu beurteilen und dann wieder solche freiheitsbeschneidenden Maßnahmen zu treffen. Wir fragten uns, wie kann man denn eine seelische, psychische Krankheit denn innerhalb von 2-3 Sätzen einem Menschen attestieren? Und wir müssen dann verantwortungsvoll als Polizisten handeln. Wie soll das bitte aussehen? Und ja, das ist eine sehr starke Problematik. Denn hier ist der Willkür Tor und Scheune geöffnet. Denn wenn ich jetzt Eltern und ihre Kinder sehe und sie voneinander trenne, steht es mir doch nicht zu, innerhalb kürzester Zeit das zu beurteilen, ob das richtig oder falsch ist. Vom Rechtssystem her musste ich es tun. Es ist mein Job, dafür kriege ich Kohle und führte ich es eben aus. Aber sobald ich dann zu Hause war als Polizist und mich als Mensch im Spiegel betrachtet habe, musste ich mich natürlich schon in Frage stellen. Wenn ungünstige Umstände stattfinden, kann es heutzutage fast jedermann passieren, dass er eingeliefert wird in diese psychiatrische Tretmühle kommt. Ja. Und das ist natürlich schon in gewisser Weise vergleichbar mit der Gestapo oder mit diktatorischen Systemen auf der ganzen Welt. Ich persönlich jetzt, mich dafür zur Verfügung zu stellen, als Polizist, als Exekutive, einem Machthaber zu dienen, stieß mir auf und ich entschied mich dann aufgrund dessen, was mir in der Realität entgegenkam, bei der Polizei aufzuhören. Pokud vám násilí používané psychiatrií připadá jako taktiky za třetí říše, máte pravdu a děje se to i dnes. Vedle 36 tisíc dětí, které se v Německu rok co rok odeberou od rodin, jsou další statisíce odvlečené ze svých domovů po celém světě. A jejich příběhy vám trhají srdce. Ich bin Mutter für 8 Kinder. 4 unserer Kinder sind fremd untergebracht, das heißt in Obhut des Jugendamtes. Die Kinder sind fremd untergebracht, weil uns anfangs vorgeworfen wurde, unsere Wohnung wäre verwahrlost. Das ist immer ein Grund, der generell vorgeschoben wird. Bereits 2 Wochen später hieß es, dass die Wohnung nicht verwahrlost ist, sondern dass die Kinder verhaltensgestört seien. Daraufhin kam es dann aber Tatsache dazu, dass am 18.03. unsere Wohnungstür in den frühen Morgenstunden, nachdem wir nicht geöffnet hatten, aufgebrochen wurde. Nicht nur aufgebrochen mit dem Schlüsseldienst, wie man sich das vorstellen könnte, sondern die sind richtig mit der Ramme und massig Leuten in unsere Wohnung eingedrungen. Haben die Kinder sogar mit Gewalt aus ihren Betten gezerrt. Unser 10-Jähriger, der Jeremiah Joey Dieter, hatte Hämatome am Hals. Ich hatte gerade das Baby auf dem Arm, war am Stillen, habe im Sessel gesessen. Und bin dann auch aufgesprungen, das geht nicht. Mein Mann lag bereits am Boden, der wurde in Handschellen fixiert, ohne dass es irgendeinen Anlass dazu gegeben hätte.
Die Kinder wurden auseinandergerissen. Wir haben einen Sohn, der ist sehr speziell. Das hat man jetzt versucht, ihm zu nehmen, indem man ihn zwischenzeitlich in die Psychiatrie gepackt hat. Er wurde auch mit Psychopharmaka bearbeitet. Alles gegen unseren Willen und trotz vorliegender Vorsorgevollmacht. Die Klinik weigerte sich, von uns als Eltern die Vorsorgevollmacht in Empfang zu nehmen. Nachdem der BK in der Klinik gewesen ist, wurde auch für zwei seiner Geschwister so ein kurzes Gutachten erstellt, allerdings alles von einem und demselben Arzt und dann noch mit identischem Wortlaut. Man kann diese Stellungnahmen übereinander packen, sie sind identisch für zwei völlig unterschiedliche Kinder. Ein Junge, der 10 ist und ein Mädchen, das jetzt 7 geworden ist. Natürlich unterschiedliche Persönlichkeiten. Der ist eindeutig zu dem Schluss gekommen, dass diese Kinder eine Einstufung nach dem 35a bekommen. Kinder, die halt hochgradig traumatisiert sind, ist ein Kind immer nach einer Inobhutnahme, kriegen dann diese Einstufung und somit bekommt die Einrichtung 40% mehr Geld. Deswegen sage ich ganz bewusst, meine Kinder sind für diese Leute nur Umsatzvolumen, nichts weiter. Unserem Sohn wurde in 2007 gesagt, deine Eltern wollten dich nicht, deswegen bist du im Heim. Und deine Geschwister auch, deswegen haben wir euch mitgenommen. Sie haben emotionale Traumata erlebt, schon alleine durch die Trennung innerhalb der Familie. Und das ist natürlich sehr schwierig. Aber das rechtfertigt immer noch nicht, dass die Verursacher des Ganzen dafür auch noch Geld bekommen, beziehungsweise mehr Geld. Historicky vzato, psychiatrie místo pomoci od psychického stresu vytvářela jenom devastaci a tato situace se vůbec nelepší. Svět upadá pod zvětšujícím se vlivem psychiatrie a jsme svědky alarmujícího oživení zneužívání psychiatrií jako za její nacistické éry. Was wir seit längeren Jahren jetzt immer mehr vermehrt festgestellt haben, ist, dass eine gewisse Zwangssterilisation an Behinderten vorzogen wird. Die jüngsten Opfer, die mir bekannt sind, sind 14, 15 Jahre alt. To se neděje pouze v Německu. V Rusku se nedávno zjistilo, že psychiatři násilně sterilizovali ženy v psychiatrických léčebnách proti jejich vůli a bez souhlasu soudu. V západní Austrálii byl v roce 2011 navržen zákon povolující sterilizaci dětí starších 11 let bez souhlasu jejich rodičů. A v Holandsku je to 550% nárůst eutanázie psychiatrických pacientů oproti předchozímu roku. A obnovený návrh na zabíjení z milosti mentálně handicapovaných dětí. Zní to krutě a barbarsky, ale je to skutečnost. A jak nám historie ukázala, je to zrádný přechod od zabíjení z milosti slabomyslných dětí k hromadným popravám milionů. A i přesto si moderní psychiatrie stále drží svůj trůn v oboru duševního zdraví ve všech zemích po celém světě. Jen v Německu jsou na psychiatrických preparátech 4 miliony lidí, podvedených v tom, že jim to pomůže s problémy v životě. A přes 120 milionů po celém světě. Ale dnes si to mnozí už nenechají líbit. Die Bevölkerung in Deutschland sollte zunächst einmal Wirtschaftskriminelle ächten und nicht mitunter sogar noch als Helden feiern. Aber ein helfender Beruf, der Zwangsmittel einsetzt, ist in jeder Hinsicht nicht nur abzulehnen, sondern ist eigentlich das, was man als kriminell bezeichnet, zu bestrafen. Es bedarf einer anderen Antwort. Und die andere Antwort liegt nicht im Bereich der Psychiatrie. Ich bin der Ansicht, dass diese Psychiatrie einfach abgeschafft wird. Ich bin dafür, dass die Psychiatrie verboten wird, weil sie einen unendlichen Missbrauch und Misshandlung von Menschen darstellt. Naštěstí se stále více odhalují zneužívání psychiatrií. A to natolik, že v roce 2012 nejvyšší soud v Německu rozhodl, že jsou nezákonné všechny psychiatrické léčby v rozporu s vůlí pacienta. Navíc se konečně samotní psychiatři donutili přiznat svá zneužívání.
alespoň ta, která páchali v minulosti. Alles das ist heute unvorstellbar, dass Psychiater ihre Patienten, die ihnen zur Heilung und Pflege anvertrauten Menschen, der Tötung preisgaben, dass sie sie selektierten und die Tötung selber dann medizinisch, wissenschaftlich, pseudowissenschaftlich überwachten, die Ermordung von Kindern, Erwachsenen und alten Menschen. Ale přiznat zločiny psychiatrů před 70 lety je asi to maximum, které by připustil. Protože když jsme požádali profesora Schneidera o interview, kategoricky nás odmítl. Možná, že nechtěl mluvit o současnosti. Protože víme, že psychiatrické porušování lidských práv nezačalo za éry nacismu a určitě tam neskončilo. Protože pod hlavičkou duševní zdraví psychiatři lidi jenom zneužívali a stále je každý den zneužívají a lidé umírají. A nejen v Německu, ale v každé civilizované zemi na světě. Bez žádného vědeckého základu je dnes psychiatrie průmyslem na 330 miliard dolarů ročně. Bez jediného vyléčení. Je to průmysl, který se nespecializuje jen na ničení lidských životů. Zabíjí lidské duše. Musíme vyhlásit konec psychiatrické éře strachu. Thank you.